Hallöchen, Leute, und ja. Pflanzen gegen Zombies, nächster Part, Start. Im letzten Part ist ja so einiges passiert. Wir haben eine neue Pflanze, eine neue Welt. Und das mit den Boss-Battle-Musiks, egal. Happy Day für was von mir. Hey, du hast schon für 380 Euro gesammelt. Eigentlich hatte ich nur 80 Euro gesammelt, aber die 300 Euro kriegt man insgesamt, wenn man jeden Rasenmäher behält. Da kriegt man noch Münzen. Wenn du 750 zusammen hast, verkaufe ich dir was echt Feines. Und ich weiß natürlich auch schon, was das wird. Und ja, ich werde es auf jeden Fall schon mal kaufen. Sonnenpilz, da und das und oh. Blöd. Das und ich nehme einfach mal den Schnapper, sicherheitshalber. So. Verblichen. Ich mache einen Sonnenpilz. Ich mache einen Pustepilz. Ich mache einen Sonnenpilz. Ich mache einen Pustepilz. Kleine Sonne. Noch eine kleine Sonne. Ich mache einen Sonnenpilz. Ich mache einen Pustepilz. Da kommt ein Zombie angekrochen. Mal ehrlich, laufen kann man das nicht nennen. Wenn ich laufen würde, wäre ich schon hier. Also wenn ich so schnell laufen würde wie normal und auf jeden Fall, die Sonnenpilze kosten 25, geben aber auch nur kleine Sonnen und werden dann halt irgendwann groß. Zu großen Sonnenpilzen, die dann normale Sonnen geben. Finde ich ziemlich geil. Finde ich richtig nice, dass es so eine Pflanze gibt, weil es wäre auch wirklich ein bisschen blöd, wenn man ständig diese Sonnenblumen kaufen müssen. Die kosten ja 50 und nachts kommen ja keine Sonnen vom Himmel. Das ist dann also ein bisschen blöde. Ich mache irgendwie genauso schnell Sonnenpilze wie Pustepilze und habe jetzt schon 60 aufgesammelt. Ich mache natürlich auch wieder zwei Reihen Sonnenblumen oder Sonnenpilze mache ich eigentlich immer, bis auf ein paar Ausnahmen. So, sterb, du blöder Zombie, du bist ja nicht erwünscht. Jetzt werde ich warten, bis der erste Pylon-Zombie kommt und dann werde ich ihn eine Hagelzuckererbse in die Fresse schieben. Also nicht diese ganze Pflanze, sondern diese Erbse, die die Hagelzuckererbse schießt. Das ist doch eigentlich auch eine Hagelzuckererbse, oder? Ja, eigentlich schon. Naja, egal. Also habe ich viel Sonnen. Ich glaube, die teuerste Pflanze in Pflanzen... Oh, guck, einer ist schon groß. Die teuerste Pflanze in Pflanzen gegen Zombies kostet 500. Und das ist nicht mal eine reguläre Pflanze. Die regulärste hätte ich jetzt schon kaufen können. Die kostet 300. Jetzt, wieso kommen nur normale Zombies? Ihr seid so blöd, dass ich euch töten werde. Nee, es dauert mir zu lang. Nein! Ich habe einen Sonnenpilz replaced aus Versehen. Ich mache jetzt gleich einfach schon die Hagelzuckererbsen. Die Kristalle hinten dran sehen auch echt toll aus. Designtechnisch auch eine schöne Pflanze. Das ist in meinen Augen eine schöne Pflanze. Nicht irgendwie sowas wie Sonnenblume. Nein, das hier ist eine schöne Pflanze. Mann, habe ich viele Pustepilze. Ich bin echt gut. Aber das reicht. In der nächsten Reihe versperrt uns nämlich auch schon das blöde Grab den Weg. Fragezeichen, wo ist die Zeitung hin? Ausraster, böse Pflanzen. Und da ist auch schon tot. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich. Wer hätte das gedacht? Ganz oben kommt ein Zombie. Ganz
ganz unten kommt auch ein paar Zombies. Hey, mach die Pflanze hin. So, ansonsten, ja. Gibt es jetzt nicht mehr viel zu sagen. Zombies kommen. Ich mache hier nach und nach. Oh, eine Münze. Ich mache hier nach und nach ein paar Erbsenkanonen. Ich mache dann hier vorne noch Schnapper. Wenn ich denn das nötige Sonnenlicht dazu finde. Ich mache nämlich erstmal Erbsenkanonen. Wieso ist die Hauptpflanze eine Erbsenschote? Also Erbsen. Also wenn ich Pflanze höre, dann denke ich ja erstmal an so Blüten oder an Äpfel. Apple Stream. Natürlich denkt Apple Stream immer an Äpfel, wenn er Pflanze hört. Äpfel gibt's, glaube ich, leider nicht in diesem Spiel. Jedenfalls nicht hier in der ersten Version. Version, nicht Version. Ja. Da ist auch schon ein Eimer-Zombie, aber das ist mir egal. Ups. Da habe ich die Erbsenkanone eins zu weit nach unten gesetzt. Hier muss jetzt ganz schnell die Erbsenkanone hin. Eine neue. So. Und jetzt kommen die Schnapper. Mach ich mal Pflicht. Autsch. Ich bin gerade voll gegen den Mülleimer getreten. Oh nein, ich habe eine ungerade Anzahl von Sonnen. Ja, das ist der Nachteil an diesen kleinen Sonnen. Oh, eine Münze. Man kriegt halt immer 15 und wenn da gleich alle groß werden und oh, noch eine Münze. Passiert halt das da. Das ist nicht schön. Ich glaube, ich habe immer 10 mehr, als ich eigentlich haben dürfte. Ja, das ist blöd, weil es bringt mir auch eigentlich keinen extra Bonus, weil 10 Unterschied macht es nämlich nie. Es ist immer ein 25er Schritten. 0, 25, 50, 100, nein, 75 fehlt noch. Es gibt aber, glaube ich, wenig Pflanzen, die 75 kosten. Nicht so viele. Mir fallen jetzt 3 ein von allen 46. Aber ich denke, die meisten Pflanzen kosten nur einfach um die 100. Jetzt bin ich fertig mit der Verteidigung. Jetzt kann ich noch aus Spaß Sonnen sammeln. Oder ich kann es auch einfach lassen. Aber da ihr eh die Zuschauer seid, sammle ich einfach trotzdem die Sonnen ein. Oh, ich habe schon 500, noch 250. Da kann ich mir das tolle Deppy Dave Geschenk kaufen. Es geht relativ schnell. Ich glaube, die 750 dürfte ich auch gleich kriegen. Und oh, stimmt ja, die Gräber. Da kommen ja noch Zombies raus. Habe ich ganz verpeilt. Der Flaggenzombie kommt mir zu weit. Der Schnapper soll sich nicht an einen normalen Zombie vergreifen. Lieber an so einem schönen... Ach Mist. Ich dachte, es bleibt doch ein Pylonzimmer. Und Alter, habe ich viel Geld. Pylonzombie, nicht Pylonzimmer. Meine Aussprache. Mann, bin ich aufgeregt. Fresst nicht meinen Schnapper auf. Ihr seid böse Zombies. Böse Zombies. So. Und ich kriege einen neuen Pilz. Der kostet 75. Kling, kling, kling und ja, ich habe genug. Der Stinkpilz verströmt giftige Dämpfe, die Fliegengitter durchdringen. Der schießt 4 weit und hier unten ist doch ein Gesicht drauf. Das habe ich früher nie gesehen, als ich das Spiel gespielt habe. Und ja, der ist eigentlich gut. Sowas wie ein guter Pustepilz. Hey, willst du einen zusätzlichen Samenplatz kaufen? Er kostet 750, aber du kannst statt in jedem Level unter 7 statt nur 6 Samen wählen. Wie findest du das? Das finde ich richtig cool. Das heißt, ich kann eine zusätzliche Pflanze auswählen. Klick. Klasse, oh, und wenn du 5000 gespart hast, kaufe ich dir das 8 Samenplätze extra. Bis dann. Das werde ich aber dann nicht kaufen, weil ich will ja den Katzenschwanz haben. So, so, so. Mehr brauche ich nicht. Klick. Oh, Mann. Dann nehme ich halt einfach noch das da und das da. Und irgendwann brauchen wir diese Pflanzen da oben gar nicht mehr, weil wir die hier unten haben. So, ich nehme noch das und einfach noch so eins. Nein, 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 eine Walnuss. Und los geht's. Der Fliegengitter-Zombie ist jetzt auch neu und die Gräber sind alle da unten versammelt. Mann, seid ihr blöd, ihr Gräber. Also, der Fliegengitter-Zombie ist wie ein normaler Eimer-Zombie, nur mit dem einzigsten Unterschied,
dass der Stinkpilz durchdringen kann. Und noch zwei andere Pflanzen, oder besser gesagt fünf andere Pflanzen, können den auch noch ganz leicht down kriegen. Sabber nicht meinen Rasen voll. Du wirst jetzt sterben von drei kleinen Minipilzen. Oder besser gesagt von zwei kleinen Minipilzen. Obwohl ein Minipilz ist es ja nicht, es ist ein Pustepilz. Minipilz, das wäre Super Mario. Nimm deinen Kopf wieder mit. So, da. Ah, ich finde das lustig, dass die Zombies Krawatten haben. Sieht so richtig witzig aus, wenn da so krawattierte Zombies rumlaufen. Oh, eine Münze, das ist meine. Und ich habe wieder nur 40 Euro. Und am Ende des Levels habe ich dann 300 mehr wegen den Rasenmähern. Ein Rasenmäher ist eine Goldmünze wert. Yes. Ich kann Stinkpilz kaufen. Einen Stinkpilz, ja. Nicht Stinkkerkpilz, sondern Stinkpilz. Steht da, aber ich kann jetzt nicht mit dem Finger drauf zeigen, weil ihr das eh nicht sehen würdet. Leider, leider, leider. Ich mach die hier hinten. Stinkpilz, 75. Jupp. Und der hat eine größere Sporenreichweite als der normale Pustepilz. Ich demonstriere das hier mal. Der kann schon ab den Grab schießen. Also bis zum Grab. Und da macht er so Dämpfe und besser gesagt Sporen. Aber das Coole an ihm ist, dass alle Zombies in seiner Rauchwolke Schaden kriegen. Das ist dann ungefähr genauso stark wie eine Erbsenkanone. Nur halt, dass die auf Distanz geht und der Stinkepilz ist eher so ein Nahkampf, kann man sagen. Ja, ein Nahkampfpilz. Facepalm. So, da ist auch schon der erste Fliegengitter-Zombie. Der müsste eigentlich nach meinen Berechnungen sofort sterben. Andererseits, die Pustepilze können ja nichts gegen den ausrichten. Also mache ich lieber einen zweiten Stinkepilz. Gleich fällt ihm der Kopf ab. Ups. Habe ich zu spät gesagt. Tralalalala. Und ich mache hier eine Walnuss. Ihr wisst warum. Zwei Gräber, zwei Gräber. Ja, und noch ein Stinkepilz. Noch ein Stinkepilz. Stinkpilz. Ich sag immer Stinkepilz. Noch ist die Zahl gerade. Wenn du jetzt noch eine Minisonne abgibst, dann sammle ich die nicht ein. Oder zumindest nur aus Versehen. Aber ich glaube, ab jetzt mache ich einfach noch eine Reihe Hagelzuckererbsen. Duplinatoren werde ich wahrscheinlich nicht benutzen. Sehr wahrscheinlich. Oh, es kommt jetzt schon die Welle, da lohnt sich das ja gar nicht mehr. Schade. Ich hätte noch so gerne eine Reihe Hagelzuckererbsen gemacht. Batsch. 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 Und da ist er tot. So, und noch hier. Das wollte ich eigentlich nicht, sondern eigentlich wollte ich hier. Ja. Und eine Goldmünze. Meine. Ich habe 100 Euro. Und, was ist das denn Gruseliges? Was guckst du mich denn so an? Oh, noch eine 75er Pflanze. Jetzt denk bloß nicht, da kommen so viele. Das sind nicht so viele. Bloß weil jetzt zwei nacheinander kommen. Das ist der Grabfresser und der macht die Gräber weg. Ja. Ich setze ihn auf den Grab drauf und er ist so wie eine Notfallpflanze. Ja. Also theoretisch wäre die Aufnahme jetzt vorbei, dieser Part, weil es sind fast 20 Minuten, aber nur fast halt. In der Zwischenzeit kann ich auch nichts machen, also tut mir leid, dass es jetzt 5 Minuten kürzer war. Kann ich leider nicht ändern, weil der Part sonst zu lange wird. Okay, also dann tschüss.